Hallo Leute und willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute gibt es einen Fashion Haul. Woo! Und damit ganz herzlich willkommen auf meinem Kanal. Falls ihr neu hier sein solltet, auf meinem Kanal dreht sich alles um Beauty, Lifestyle und Fashion. Wenn euch das auch interessieren sollte, würde mich sehr über ein Abo freuen und dann legen wir los mit dem Video. Let's go! Eigentlich sollte das ja ein kompletter Hollister Haul werden, aber ich komme gerade eben aus der Stadt, wo es einen New Yorker gab. Und dort habe ich mir ein Teil gekauft, was eigentlich für ein Cosplay weiterverarbeitet wird. Aber ich werde es jetzt in diesem Haul inkludieren. Und zwar ist es einfach eine weiße Jogginghose. Was cool ist, die Jogginghose sitzt High Waist. Steht sogar hier dran. Das ist von Vorteil, wenn an den Hosen dran steht, ob sie High Waist, Low Waist oder was auch immer Waist sind. Die Hose ist innen drin auch plüschig. Das war mir jetzt persönlich nicht so wichtig, aber ich glaube, dadurch ist sie nicht so durchsichtig. Da bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Gab es auf jeden Fall noch in sehr, sehr vielen Farben. Ich glaube, die hatten da 8 Farben oder sowas rumliegen. Aber ich brauchte für das Cosplay eben eine weiße Hose. Die hat 12,99 € gekostet. Und das zu dieser Hose. Sie sitzt auch relativ gut. Ich glaube, ich hätte sie mir auch eine Nummer kleiner holen können, weil sie oben ein bisschen weit ist. Aber dafür hat sie ja diese Schnur hier. Vielleicht nehme ich die Schnur auch raus und mache mir oben Gummibund dran, weil ein Gummibund hat sie nicht. Sie ist aus so stretchy Material, aber ein Gummibund hat sie nicht. Ich bin wirklich am Überlegen, diese Schnur rauszumachen und oben nochmal hier innen drin ein Gummibund einzunähen, den man dann von außen nicht sieht. Und dann kommen wir zu dem eigentlichen Haul, und zwar dem Hollister Haul. Woo! Das ist das zweite Mal, dass ich bei Hollister bestelle und ja... Alle Sachen, die ich wieder bestellt habe, sind von Jilly Hicks. Als erstes dieser Pulli hier. Es ist wieder so ein ultra weicher Pullover. Also der ist so weich. Das ist unglaublich. Ich habe mir letztes Mal auch einen richtig extrem weichen Pullover von Jilly Hicks geholt. Und ich feiere diesen Pullover. Und dieser hier hat ungefähr den gleichen Schnitt. Nicht exakt gleich. Ich habe ihn mir auch wieder in Größe L geholt, also ich kann ihn auch als Pulloverkleid tragen, wenn ich das wollen würde. Yeah. Und er hat halt so ein cooles Batikmuster, was mich irgendwie so ein bisschen an einem Sturm über einem Ozean erinnert. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal an einem stürmischen Tag am Ozean wart. Oh mein Gott, diese Stimmung, diese Lichteffekte, das ist unglaublich cool. Und ja. Yeah. Daran erinnert mich irgendwie dieses Batikmuster aus diesem dunklen Türkis, Grau, Dunkel, Marine, Blau. Ich liebe diesen Pullover. Ich möchte ihn gar nicht mehr ausziehen. Der ist wirklich ultra soft. Ultra, ultra weich. Es ist ein dünner Pullover. Ich bin nicht die allergrößte Frostbeule. Also für mich wird er im Herbst auf jeden Fall tragbar sein. Im Winter denke ich auch, wenn ich einen dickeren Mantel anziehe. Und da ich mir ihn oversized geholt habe... Habe ich auch sehr schön lange Ärmel. Ich war auch kurz am Überlegen, ihn mir in XL oder sogar XXL zu holen. Ich glaube, wir hatten sogar XXL. Aber dann habe ich mir so gedacht, nee, übertreib mal nicht. Weil für jemanden, der sonst große XSS trägt, ist L schon richtig oversized bei diesem Pullover. Und dieser Pullover kostet regulär 45 €. Ich habe ihn aber runtergesetzt gekauft für 27. Also Hollister hat öfters mal irgendwie so Sales oder so. Wie gesagt, ist erstmal eine zweite Bestellung bei Hollister. Ich habe noch nicht sonderlich viel Ahnung von diesem Laden und ich habe bei beiden Malen nur Dinge im Sale gekauft. Also ich werde auf jeden Fall alles in die Infobox verlinken. Ich weiß aber nicht, ob dann dieser Sale immer noch aktiv ist. Dann habe ich mir von Jilly Hicks noch weitere Bralettes gekauft, weil ich die absolut feiere. Und das hier ist das erste. Das ist so ein Creme-Beige-Rosa-Ton, irgendwie sowas. So ein bisschen peachy. Cremefarben. Fand ich eigentlich ganz cool und schlicht. Ich glaube, das ist aus dieser Dreamworthy-Reihe. Also wirklich extrem weiche Sachen. Yo. Man kann die Träger verstellen, was da gut ist. Es hat Wattierungen, was mega ist. Deswegen feiere ich diese Bralettes oder Tops von Jilly Hicks mega. Sie haben einfach Wattierungen drin und ich finde, man kann die auch als Crop-Top tragen mit einer High-Waist-Hose, High-Waist-Rock oder sowas. Da habe ich gar kein Problem mit. Würde ich auf jeden Fall im Sommer oder Frühling, wenn es halt wärmer ist, you know, da trägt man Crop-Tops, tragen. Es ist halt wirklich mega, mega weich und diese oberste Lage ist auch mega stretchy, weil hier drunter ist nochmal was untergenäht für die Wattierung. Es ist auch nicht durchsichtig, was sehr, sehr gut ist.
Here. Und dieses Teil hier kostet regulär auch 25 Euro. Ich habe es für 15 Euro bekommen. Und dann habe ich mir noch ein Bralette geholt in so einem Bordeaux-Rot. Bei dem bin ich mir unschlüssig, ob ich das als Crop-Top tragen würde, weil ich finde, das hier hat schon eher was von Unterwäsche, weil es eben auch aus Mesh-Stoff ist. Also hier unten kann man durchgucken. Hier hat es wieder Wattierungen drin. Es ist vollkommen undurchsichtig. Was ich hier halt mega cool fand, ist der Rückenausschnitt mit diesen ganzen Straps und sowas. Wenn man da so ein rückenfreies Kleid anhat oder irgendein anderes rückenfreies Oberteil und man diese Straps sieht, also wenn die Farbe zu dem Oberteil passt, finde ich das ganz cute. Mir ist auch so eine Idee gekommen für Spooktober oder für Cosplays oder sowas, wo so ein bordeaux-rotes Crop-Top, Bralette, was auch immer, ganz cool für wäre, für Fotoshootings. Deswegen habe ich es mir auch geholt. Aber ich werde es auch definitiv im Alltag so einfach tragen. Und das hier hat regulär 25 Euro gekostet. Ich habe es aber für 15 Euro bekommen. Und zu guter Letzt das Beste zum Schluss, obwohl ich liebe diesen Pullover auch. Also die beiden Teile, dieser Pullover und das, was ich euch jetzt gleich zeigen werde, teilen sich, glaube ich, so ein bisschen den ersten Platz. Das Teil, was ich so absolut unglaublich feiere, ist dieses hier. Woo! Es ist auch ein Bralette. Für mich ist es ein Crop Top. Ich würde das als Oberteil im Sommer tragen. Ich glaube nicht, dass ich das als Unterwäsche tragen würde. Ich fand das mega cute mit diesem Gingham-Muster. Perfekt für so Picknick-Vibes. Mega, mega niedlich. Ich weiß, der Sommer ist vorbei, aber für nächstes Jahr und für Frühling, you know, fand ich das mega cute. Die Farbe fand ich auch ganz cute. Das ist so ein Rost, Orange, Braun, Rot. Ist ein bisschen mehr herbstlich, obwohl es halt eher so ein Sommertop ist oder sowas. Aber im Sommer mit so Sonnenuntergangslicht oder so. Mega schön. Es hat auch wieder Wattierungen. Die Träger kann man zu einer Schleife binden und somit selber einstellen. Und hinten ist es auch so durchsichtige Mesh. Ich habe dieses Oberteil eigentlich auf Instagram in einer Hollister-Werbung gesehen, aber in schwarz mit Blumenmuster. Also es war schwarz mit großen gelben Blumen drauf. Eigentlich habe ich dann auf diese Werbung wegen diesem schwarzen Oberteil geklickt, aber hinterher habe ich mir gedacht, schwarz trage ich ja sowieso nicht so viel, obwohl ich mir dieses Jahr sehr viel schwarz geholt habe und irgendwie schwarz mit diesen großen gelben Blumen. Ich weiß nicht. Ich fand es auch cool, ja, es hat mich halt auf diese Seite von Hollister gebracht. Ich glaube, ohne dieses Oberteil hätte ich gar nicht drauf geklickt. Aber dann habe ich halt diese Farbvariante gesehen und die passt definitiv mehr zu mir. Das ist so, 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 so schön mit einem High-Waist-Rock, einer High-Waist-Hose. Absolute Liebe. Also dieses Teil und dieser Pullover liebe ich total. Das sind definitiv meine beiden Favoriten aus diesem Haul. Das Top hier ist auch total angenehmes Tragegefühl. Manche Mesh-Sachen kratzen, gerade an den Nähten. Das ist hier überhaupt nicht der Fall. Aber das war's dann auch mit diesem Haul. Ich hoffe auf jeden Fall, es hat euch gefallen. Wenn ihr könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben geben, mich vielleicht auch abonnieren. Ansonsten würde ich sagen, ciao, bis zum nächsten Video.